Wir sind auf dem Hof Plate in Kleinlessen. Ja. Und ich habe da gewohnt, in einem Nachbarhaus. Das war mein Elternhaus. Und konnte dann auch von allen Fenstern, Küche, Stube und vom Garten, wie auch vom Hof, ich konnte viel von dem Geschehen sehen. Dann, ja, hier was, das hohe Fachwerkgebäude war ja ehemals ein Kornspeicher, da waren die Gefangenen untergebracht. Und hier sind ja auch noch drei Böden aus Eichendielen und passten ja auch ziemlich viele Leute rein. Und hier vorne waren ja dieser große Stacheldrahtverhau, wo die dann morgens zum Appell und abends zum Zählen, ob noch alle da waren, antreten mussten. Ne? Und sind ja auch manchmal bei der Arbeit hier an der kleinen Aue manchmal welche ausgebüxt. Da musste ja gezählt werden. Was passierte denn, wenn einer fehlte? Ja, da mussten die alle zugucken und wir wurden irgendwo so lange geprügelt, bis sie fast tot waren und dann erschossen. Ja. Wer überlebt hat von denen, die geflüchtet sind, gar keine, ne? So viel ich weiß. Ich weiß noch, die Russen, die haben ja auch wahrscheinlich zu wenig zu essen gekriegt. Die mussten ihre Mahlzeiten, mussten sie ja die Kartoffeln schälen und haben die ganz dünn geschält, damit sie mehr zu essen haben. Und dann haben die Wachposten gesagt, so jetzt kriegen sie die Schalen zum Essen. Und die Kartoffeln haben sie die Schweine gegeben. Für Küchenabfälle hatten die Wachposten ein paar Schweine. Ne? Ja. Hier hinter unserem Hof, wo auf dem Hof, wo ich jetzt wohne, dem Hof meiner Frau, da war so ein kleines Spritzenhaus. Da war noch so eine alte Pumpe, die man mit vier Feuerwehrleuten so mit Pumpen bedient. Und da durch die Tür konnte man dann sehen, warum das da immer so stank. Da lagen immer tote Russen drin. Und die wurden überwiegend dann nachts abgeholt, weil das Abholen haben wir dann auch nicht mitbekommen. Und wissen Sie, wie die hier gehaust haben? So? Ja, wir haben als Kind mal durch diese kleinen Fenster, wir konnten ja an den Stacheldrähten hochklettern, reingeguckt. Und wenn die auf ihrer Holzbritsche lagen mit Stroh im Sack, und dann haben die immer so einen Wanzen und sowas runterkam mit den Fingernägeln. Tot gedrückt, ne? Sonst erwischt man die Biester, glaube ich, nicht. Und haben die gegessen. Ne? Gegessen? Ja, die haben sie kaputt gedrückt und gegessen. Die hatten so einen Hunger.